Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Natural Born Killers Box von Asche und Kollega. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Natural Born Killers von Asche und Kollega, das Ganze am 22. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das erste Collabo-Album der beiden. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier seitlich einstechen. Somit ist die Folie erledigt und kann abgemacht werden. Und das ist dann die Box. Ja, das Ganze kommt hier in Schwarz und Türkis. Wir haben hier den Schriftzug zur Box Natural Born Killers, wobei es mit AS geschrieben ist, nicht wie der Film, der ja 1994 erschienen ist. Der wurde ja regulär mit ERS geschrieben. Hier hat man sich für AS entschieden. Hier haben wir einen der beiden Hauptinterpreten, Asche. Und das Spannende, auf der eigentlichen Vorderseite der Box, denn das hier ist der Deckel, ist dann Kollege abgebildet, ohne Schriftzug. Also man hat hier tatsächlich dann den Schriftzug, den Albumtitel hier auf die Rückseite gepackt, ebenso wie Asche. Und hier vorne wirklich nur Kollege und kein Schriftzug zu sehen. Ja, der Boss hier in einem Wassertank, erinnert so ein bisschen an Dragon Ball, daher kennt man das vielleicht noch. Sieht so aus, als würde er hier regenerieren. NBK auf der Seite, dann haben wir hier zwei Steckdosen. Hier oben den Kopf, den Löwenkopf von Alpha Music Empire. Sieht aus wie so ein Kühlschrank, in dem Leichen aufbewahrt werden. Hier haben wir den Barcode, die beteiligten Labels, Asche, Kollege, NBK. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Sie ist auf jeden Fall sehr dicht oder sehr dick gefüllt, denn der Boxdeckel geht hier schon etwas auf von alleine. So, als erstes haben wir mal zwei Shirts. Das ist erstaunlich, speziell bei so eher kleineren, also regulären Standardboxen, dass hier zwei Shirts reinpassen. Dann haben wir ein Schlüsselband, das Album an sich, 1, 2 Autogrammkarten, ein Comic, also ein Comicheft und 1, 2 Poster. Gut. Von innen weiß die Box, packen wir zur Seite und dann schauen wir uns als erstes natürlich wie immer das Album an. So, der Rest kommt derweil noch zur Seite. Gut, also das ist es, Natural Born Killers. Wir werden auch hier wieder die Folie abmachen. So. Gut, das ist das Albumcover, kommt hier in so einer Split-Optik. Auf der linken Seite Kollega im Punisher-Stil und rechts haben wir dann Asche im Military-Stil. Oben rechts Natural Born Killers zu lesen, NBK hier oben links, Barcode, Asche, Kollega. Haben wir noch einen Dobermann, produziert bei Arschkobar Nummer 1. Moors hat die ganzen Grafiken gemacht, also das ganze Artwork und diese ganzen Comic-Artworks stammen von ihm. Reguläres Toolcase, beschriftet auf der Seite und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 14 Stück. Es sind alles Collabo-Tracks von Kollega und Asche, keine Features mit dabei und soweit ich weiß Track Nummer 6 und Track Nummer 9, die beiden Tracks sind glaube ich Asche Solo-Tracks. Auf der CD selber, hier hinten haben wir keinen Barcode, den hatten wir hier vorne schon drauf. Hier nochmal die Labels und Beteiligten, dann schauen wir mal rein. Das Booklet scheint recht dünn zu sein. Krieg's fast gar nicht raus. Doch jetzt ist eigentlich nur so ein Einleger hier zum Aufklappen. Hier die Infos zu den ganzen Produzenten. Also den Löwenanteil haben hier Asche und Johnny Instrument geleistet. So sieht das aus. Weitere Credits sind hier nicht drauf, also kein Mixing, Mastering und sonst wie Infos. Ja.
Schade, das Booklet sehr minimal ausgefallen. Die wichtigsten Infos sind natürlich dabei mit dem Produzenten und so, aber weitere Credits leider nicht. So, die Album-CD sieht so aus. Asche und Kollege hier gezeichnet, der Schriftzug hier oben. Und hier auch nochmal der Schriftzug. So, 14 Tracks, wie gesagt. Dann haben wir als nächstes ein Schlüsselband. Das kommt hier in Schwarz und Weiß, beziehungsweise Schwarz, Weiß und Gelb. Rückseite ist schwarz. Und hier lesen wir dann mit weißer Schrift den Natural Born Killers Schriftzug. Dann hier nochmal das NBK in Gelb. So sieht das aus. Und hier unten zum Abschluss auch noch zweimal mit dem weißen Natural Born Killers Schriftzug klein auch nochmal darunter. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen, ja. Hier dann ein entsprechender Metallkarabiner und hier kann man dann seinen Schlüssel oder auch einen Tourpass, was auch immer man möchte, einhängen. So, dann kommen wir als nächstes zu den beiden Autogrammkarten. Einmal, zweimal. Wir haben hier wieder im Comic-Stil hier die einzelnen Comic-Varianten von Asche, hier von Kollega und dementsprechend natürlich auch beide unterschrieben mit weißem Stift. Rückseiten sind glatt schwarz und beide Autogrammkarten kommen hier im Hochformat. Gut, dann haben wir einen Comic, ein Comicheft. Auch hier natürlich wieder Interpreten, Albumtitel, die Abkürzung, die einzelnen Charaktere hier. Also einmal hier im Anzug, dann einmal hier eher schlichter mit Hosenträgern und Asche, ja, Trainingsanzug, Shirt. Und einmal oben ohne. Natural Born Killers. Dann schauen wir mal rein. Wie gesagt, der ganze Comic von Moas gezeichnet. Hier geht's los. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir so einen kurzen Steckbrief der beiden. Aschkobar die Nummer 1, 77 Kilo, Größe 1,89, Superheldenkraft Lightning Fists. Kollege der Boss, 100 Kilo, 1,85, Superheldenkraft Pimp Slap. Ja, so kennt man ihn. Dann geht's hier los. Hier wird trainiert. Ja, und interessante Gestalten betreten hier die Bühne. Also ihr seht schon, hier gibt's wieder die feinsten Schlägereien und Gewaltszenen. Boah, sieht so aus, als würde dem hier gerade das Gehirn aus dem Kopf gekloppt werden. Dann hier noch die Infos. Das ist der Künstler. Und ich glaube, ja, das war's. Hier zum Abschluss nochmal zwei Bilder. Dieses Jahr erwartet euch noch der Zuhälter. Ja, Zuhälter Tape 5 ist ja mehr oder weniger so ein Gerücht oder angekündigt, so halb offiziell. Man darf gespannt sein. So, dann haben wir die beiden Poster. So, einmal hier das Asche-Poster. Hochformat A3 müsste das sein. Einseitig bedruckt. Und dann haben wir das zweite Poster mit Kollega. So sieht das aus. Wie gesagt, Hochformat A3. Beide Poster einzeln hat man in dem Fall gut gelöst. Ist ja oft dann mit doppelseitigem Poster immer die Frage, für welchen man sich entscheidet. So hat man beides. Man kann sich dann, auch wenn man möchte, beide parallel aufhängen. Und als letzten Boxinhalt haben wir noch zwei Shirts. Auch hier hat man sich beide Varianten offen gehalten. Also wir haben hier einmal das Shirt im Asche-Stil. Oben ohne. In Russenhocke Natural Born Killers lesen wir hier. Auf der Rückseite nichts, also hier ist alles in schwarz, okay. Und das zweite Shirt, wer hätte es, hoppala. So, da schieße ich gleich die Kamera vom Tisch. Und das zweite Shirt, wer hätte es geahnt, natürlich im Kollega-Stil. Das sieht so aus, Kollega-Schriftzug, Natural Born Killers Schriftzug und der Boss.
Ja, Rückseite natürlich auch hier in schwarz. Bei beiden Shirts hat man hier die Etiketten rausgemacht. Rein vom Gefühl her muss ich sagen, denke ich, es ist ein Gildenshirt. Und wir haben auch hier, nein, wir haben auch hier keine Info, kein Zettelchen. Okay, schade. Grüße gehen raus, unbekannterweise. Und dann schauen wir uns das Ganze noch einmal kurz getragen an. Also beide Shirts, sowohl dieses als auch das andere. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem riesengroßen Kollegah-Schriftzug hier im Brustbereich. Dann unten hier abgebildet, dreimal. Und dann hier noch der Schriftzug des Albumtitels. Und dann genau in dem Stil das Asche-Shirt. Bedeutet, wir haben hier oben im Brustbereich riesengroß den Schriftzug. Dann hier den Interpreten abgebildet, in diesem Fall oben ohne. Und hier unten über dem Albumschriftzug haben wir hier noch eine kleine MMA-Kampfszene. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt im Kollegah-Stil, dann das zweite Shirt im Asche-Stil. Müssten beide so Größe L sein. Größe konnte man übrigens nicht frei auswählen, das war vorgegeben, also in allen Boxen gleich. Dann haben wir die beiden Poster im Hochformat A3 einseitig bedruckt. Das Comicheft, die beiden Autogrammkarten jeweils unterschrieben. Dann das Schlüsselband und natürlich das Album an sich, Natural Born Killers von Kollegah und Asche im regulären Jewelcase mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box Natural Born Killers von Asche und Kollegah. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Asche und Kollegah unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.